Und damit ein herzliches Willkommen bei mir, dem Toto, aka Thorsten, beim Clan True Warriors. Es hat mich wirklich gefreut, dass ich so viele positive Resonanzen bekommen habe auf mein Dorfbesuche-Video. Das war wirklich klasse. Und ich habe es jetzt eben nochmal gesehen bei mir im sogenannten Dashboard bei YouTube. Es hat mir den 100. Abonnenten sogar gebracht. Das ist natürlich wirklich klasse. Dafür bedanke ich mich auch ganz, ganz herzlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in eigentlich so relativ kurzer Zeit mit eigentlich einem ganz lockeren Hobby so viele Leute erreiche. Der Kanal ist ja eigentlich mal aus was ganz anderem entstanden. Wir wollten eigentlich nur so ein paar Taktiken immer mal wieder sehen, ein paar Bases immer wieder sehen. Und deswegen habe ich den einfach ein bisschen ausgebaut. Und was draus geworden ist, ist wirklich, ich finde es in Ordnung. Ich hoffe, ihr findet das auch in Ordnung. Und ich mache einfach weiter ein bisschen vermehrt Clash of Clans, weil Clash Royale ist doch nicht so mein Ding. Ich werde sicherlich mal wieder eine Folge Clash Royale bringen, aber ich habe es jetzt echt schon 8 Tage nicht mehr angefasst. Habe so ein paar andere Sachen mal angetestet. Ich spiele ja nicht ausschließlich Clash of Clans, sondern ihr habt es in der letzten Folge gehört, ich spiele auch Herr der Ringe Online und habe auch ein ganz neues beziehungsweise ein einjähriges Rollenspiel jetzt mal angefangen. Da hat mir der Style ganz gut gefallen, aber der Style gefällt mir natürlich hier bei Clash of Clans immer noch. Und um was geht es eigentlich in dieser Folge? Es geht um das lang ersehnte Event, also dieses Doppel-Event hier ist wirklich ein richtig klasse Event, muss ich sagen. Ich habe es mir ein bisschen genauer angeschaut und man kann es ja machen ab Rathaus Level 7, das heißt zumindest den oberen Teil mit den 12 Wizards. Ich nehme mal an, der Rathaus 7er muss dann nur, ich weiß nicht, 10 bauen oder 8 bauen. Ich habe es eben bei meinem R8-Account nachgeguckt, der muss 10 Wizards bauen und 2 Hexen. Das heißt also, das Hexen-Event hier ist auch für den Rathaus Level 8er gemacht, denn der kann zwar keine Hexen selber machen, aber es zählen auch hier die Hexen in der Clanburg. Also Rathaus Level 7 kann den ersten Teil machen, Rathaus Level 8 den ersten und zweiten Teil und 9, 10, 11 natürlich auch beide Teile. Ich habe hiermit schon einen Angriff gemacht, allerdings schon relativ lange her, weil heute war so ein schöner Tag. Der Samstag war wirklich mal so ein Gartentag. So ein richtig Abhängetag im Garten, also ganz locker, ganz easy. Mal so ein bisschen was vorm Haus und hinterm Haus gemacht. Muss einfach auch mal sein, aber die Dorfpflege hier bei Clash of Clans muss natürlich auch sein. Ihr seht das hier oben. Das Drama, wieder so ein Strunk hier, den wollen wir hier nicht haben. Ich möchte hier einen Baum haben, meine Herren. Naja, kommt sicherlich irgendwann mal, ich baue den jetzt erstmal ab. Ich habe günstigerweise einen Bauarbeiter auch frei. Ihr seht, ich habe das Dunkle fast voll, es war schon voll und bin auch mal so ein bisschen angegriffen worden, zumindest 382 habe ich da allerdings nur verloren. Habe sogar die Defense gewonnen. Und kann es mir jetzt so ein bisschen leisten, einfach mal mit solchen Truppen anzugreifen. Denn ich wollte meinen King erst nach dem Clankrieg wieder hinlegen. Und so lange spielt er erstmal hier mit. So lange muss ich halt mit dem Dunkeln leben und kann es ein bisschen bauen, beziehungsweise kann es vorbauen und auch spenden etc. Das tut mir dann nicht weh. Hier müssen wir jetzt tatsächlich mal reparieren. Das ist ja doch eher selten, dass ich mal dafür etwas ausgeben muss. Und ich schaue mir noch mal den letzten Angriff mit dieser Truppe an. Eine habe ich ja schon gemacht, also man kann natürlich als Rathaus 9, 10 und 11 beide Sachen auf einmal machen. Und als Rathaus Level 8 kann man das auch machen, nur als Rathaus Level 7 kannst du halt nur den einen Teil machen. Und habe hier eigentlich ganz gut abgeräumt und ich würde sagen, wir suchen uns einen Gegner raus und schauen mal, was wir mit dieser Truppe hinbekommen. Was brauchen wir? Wir brauchen Gold. Wir brauchen viel Gold. Wir brauchen viel Elex. Das Dunkle ist jetzt erstmal uninteressant. Selbst wenn wir jetzt so ein paar Tropfen Dunkles kriegen, deckt das sicherlich nicht mal unsere Kosten. Aber wir können das Dunkle auch gar nicht aufnehmen. Also wenn ich hier jetzt eine Base finde mit 5000 Dunklen draußen, das ist zwar nett, aber ich kann es eh nicht mehr mit aufnehmen, weil mein Lager voll ist.
Ich will mir auch ein Rathaus 10er schnappen, möglichst mit Infernos und einer etwas besseren, oder einer nicht etwas besseren Dev, sondern einer etwas stärkeren Dev, würde ich sagen, um mal zu sehen, was überhaupt hier mit solchen Truppen geht. Der wäre jetzt schon gar nicht so schlecht gewesen, 300.000 Gold, das hätte man ja mitnehmen können. In der Liga, wo ich zurzeit bin, ich bin in Kristall, ich glaube in Kristall 1, da will ich sowieso nicht bleiben. Ich möchte wieder ein bisschen runtergehen. Ich muss jetzt nicht unbedingt irgendwo in Meister abhängen oder im Champions, in der Champions Liga da oben abhängen. Ja, so einer, der ist, sieht gut aus. Ich würde sagen, den machen wir mal mit. Und der ist nämlich relativ maxed, also eigentlich für meine Verhältnisse schon viel zu maxed. Aber wir nehmen den mal mit. Ich gucke mal, was wir in der Clanburg haben. Oh, Packer und ein bisschen Fußvolk. Das ist super. Ich würde sagen, wir kommen der Clanburg einfach mal entgegen. Mal gucken, wo die Ghoulies hier hingehen. Okay, die Ghoulies laufen weit nach außen, rechts und links. Da kommt so ein bisschen was an Truppen rein. Dann machen wir mal hier ein bisschen Hex-Hex und da ein bisschen Hex-Hex. Und hauen den die Clanburg hier mal hin. Hier kommt unser Sprung. Und dann schauen wir mal, wie weit wir mit dieser Truppe hier kommen. Wir nehmen mal hier einen Wut mit rein. Und damit der uns nicht ganz so schädigt hier, der Inferno, müssen wir den mal friesen. Wo ist denn eigentlich mein King? Okay, mein King ist da. Dann nehmen wir hier auch nochmal einen Fries drauf, dass der so ein bisschen mehr in die Mitte geht. Ich nehme hier außen mal den Magier. Die Queen ist natürlich jenseits von Gut und Böse. Da hinten, ich denke mal, wir werden die 50% mit Hängen und Würgen hier schaffen. Denn der Inferno brät uns jetzt doch ganz schön weg. Und wenn der natürlich erstmal die Queen im Visier hat, dann wird die auch weg sein. Ich denke, okay, jetzt muss ich sie natürlich auch zünden. Die kommt nicht an den Inferno ran. Ja, coole Base hier. Zumindest für solche Truppen, die gehen hier richtig schön die Wege ab. Oh, es ist doch noch ein Stern geworden. Ja, ist doch gut. Ein Stern, 218.000. Ein bisschen dunkles und zumindest habe ich den zweiten Teil des Events hier mit geschafft. Das ist ja auch nicht schlecht. Oh, okay, den Sternenbonus nehmen wir auch gerne mit. Da gucken wir mal rein. Naja, da ist jetzt nicht so viel drin. Aber hier haben wir den zweiten Punkt drin. Und ich denke mal, ich mache damit morgen nochmal einen Angriff, denn ich habe in meiner Ausbildung jetzt gerade hier etwas mit zwei Hexen, aber mit Bowlern und Heilern. Denn wir spielen ja auch noch hier aktuell einen Clankrieg. Da muss man mal gucken, ob wir da, machen wir das mal so, einen Clankrieg, der in 9 Minuten anfängt. Ich denke mal, ich mache heute noch eine zweite Folge fertig für den Sonntag, sodass wir die Folge sehen hier mit dem GoWW-Angriff und dass wir eine Folge morgen schon mal haben mit vielleicht den ersten Angriffen. Die werde ich dann aber, glaube ich, am PC wieder aufnehmen. Hier habe ich jetzt wieder am Tablet aufgenommen, weil es lässt sich am Tablet einfach viel, viel besser nach wie vor angreifen. Und wenn euch die kleine Folge gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Werdet ein Abonnent von mir, falls ihr noch kein Abonnent seid. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Macht euch einen richtig tollen Sonntag. Das Wochenende endet dann auch bald wieder. Und einen erfolgreichen Start in die neue Woche dann. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto Clasht.